Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem DagiLP. Und ihr könnt wahrscheinlich schon anhand der Folge sehen, diesmal handelt es sich um eine Speed-Folge. Und zwar nicht nur um eine, muss ich gestehen, sondern ich habe jetzt in nächster Zeit mit euch etwas Besonderes vor. Ich habe ja gesagt, ich möchte an Let's Build Hogwarts wieder so ein bisschen was ändern, ein bisschen kreativer das Ganze gestalten und vor allem möchte ich die Aufgaben vollenden, die schon seit bestimmt, ja, Monaten hinter uns hergeschoben werden. Das sind Aufgaben wie zum Beispiel Terraforming, das sind Aufgaben wie zum Beispiel das Sortieren der Kisten, das sind Aufgaben wie das Farmen der Nethersteine und noch so viele andere Aufgaben, die ich jetzt in letzter Zeit so hinter mir hergeschoben habe, weil ich einfach keine Zeit bzw. auch keine Lust hatte, weil das Problem ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Terraforming mache, habt ihr kaum einen Fortschritt gesehen in der Folge, wenn ich jetzt farme, habt ihr kaum einen Fortschritt gesehen und ich finde diese Folgen mittlerweile ziemlich lahm und da Let's Build Hogwarts wirklich ein endloses Projekt ist, ein Projekt, was auch wenn man das Farmen verschnellert, immer noch unendlich lange geht, habe ich mir jetzt als Aufgabe genommen, 1 bis 2 Wochen lang nur noch Speed-Folgen zu bringen. Und ja, Leute, ihr habt richtig gehört, ich möchte mir diese Mühe tatsächlich machen, aufgrund eurer Meinung bezüglich der Speed-Folgen, eurer Resonanz bezüglich der Speed-Folgen und natürlich auch, um produktiv endlich mal in Let's Build Hogwarts was zu reißen. Denn ich habe, ja, seit über 400 Folgen wirklich, ja, von einem Problem zum nächsten gestruggelt und das war wirklich einfach nur dumm von mir. Ich habe das Ganze total unorganisiert, total, ungeplant hochgeladen und aufgenommen und das ganze Schema möchte ich halt jetzt in Zukunft ein bisschen ändern, angefangen damit, dass wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall Terraforming ganz, ganz groß schreiben. Ich habe nämlich vor, das ganze Gelände, wo das neue Gebäudekomplex von Hogwarts draufgebaut werden muss, dass wir das einmal auf eine Höhe ziehen. Mir ist schon klar, dass wir diesen Erdeboden, den wir jetzt gerade setzen oder den wir jetzt gleich auch in der Folge setzen, je nachdem, dass wir den irgendwann noch wieder abbauen müssen, um eventuell einen neuen Boden zu setzen für Hogwarts und dergleichen. Allerdings ist es einfach vom Bauen her wesentlich leichter, sich das vorzustellen, wie groß Hogwarts werden soll und welches Format Hogwarts haben soll, wenn der Boden einfach eben ist und wenn da gar keine Höhenunterschiede anhand von Bergen oder von Schluchten oder so vorhanden sind. Und vor allem haben wir auch so ein kleines Meer, ich weiß nicht, ob man das Meer nennen kann, es ist auch vielleicht ein großer oder breiter Fluss, aber auf jeden Fall haben wir ein Gewässer direkt vor unserer Nase, wo Hogwarts irgendwann auch hingebaut werden soll, was natürlich auch komplett ausgefüllt werden sollte, denn es könnte jetzt der ein oder andere wieder in die Kommentare schreiben, ja, füll den See doch nicht komplett aus, sondern mach nur die ersten Schichten oben, dann sieht das ja auch eben aus. An sich, wenn man nur Terraforming im Auge hätte, schon eine richtige Idee. Allerdings möchte ich das ja auch so machen, dass unter Hogwarts viel gebaut wird. Es ist ja nicht nur das von Hogwarts, was man sieht als Gebäude, sondern auch viel, was unter der Erde stattfindet. Seien das jetzt die Kerker oder auch andere Räume, die jetzt weiter unten in die Erde reingebaut werden. Und das Ganze muss natürlich auch von mir gemacht werden, um diesen Labyrinth-Effekt zu erreichen, den ich ja so sehr anstrebe bei Hogwarts, dass man reingeht, dass man sich umguckt und dann schon nicht mehr weiß, wo man ist und nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Also das ist für mich eine Aufgabe, die mir persönlich irgendwie ganz, ganz wichtig ist. Ich kann euch auch kaum erklären, warum, denn wenn ich das jetzt versuche zu erklären, werden mich wahrscheinlich einige für geisteskrank halten. Keine Ahnung. Ich finde einfach, es gibt eine total coole Atmosphäre, wenn man in einem Gebäude drin ist, was in Minecraft gebaut wurde oder was man selber vielleicht auch gebaut hat, was einfach so riesig und so verwinkelt ist, dass man einfach nicht mehr weiß, wo man ist. Obwohl man es selber gebaut hat, obwohl man rein theoretisch ja den Rückweg finden könnte, aber es einfach nicht kann, weil man sich das nicht gemerkt hat. Und keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich finde das einfach mega cool. Und ja, deswegen habe ich vor, das mit euch so zu machen. Und in dieser Folge, wie ihr jetzt schon mehrfach gehört und gesehen habt, werde ich halt den ganzen Boden auf eine Ebene bringen. Ich habe dafür natürlich jede Menge Erde auf Lager. Daran soll es definitiv nicht scheitern. Wir haben insgesamt bestimmt 5-6 Doppelkisten voll mit Erde in unserem Lager, die ja auch random überall verteilt sind. Und das gehört auch zu den nächsten Aufgaben, die ich bewältigen möchte. Ich möchte mit euch in einer Speed-Folge definitiv die ganzen Kisten sortieren und vor allem da ein bisschen Ordnung reinbringen und ja, ein bisschen das Ganze in ein System reinquetschen, damit wir eventuell auch die nächsten Folgen, die dann eventuell bald auch nicht mehr als Speedfolge verpackt ist,
dass wir da etwas schneller und routinierter vorwärts kommen, weil ich halt nicht immer alles suchen muss, dass ich die Items, oder Items besser gesagt, dass ich die sofort sehe, weil es halt auf der Kiste steht. Und das ist auch ein Ziel, was ich jetzt in nächster Zeit verfolge, aber eins nach dem anderen. Ich werde jetzt wahrscheinlich, ich denke mal so, 4, 5, 6 Speedfolgen direkt hintereinander hauen. Das sind dann meistens Aufnahmen, die eine Stunde oder mehr gingen, also die Rohfassungen selber, und dann auf dreifache bzw. vierfache Geschwindigkeit hochgestuft werden, sodass ich eine 1-Stunden-Folge zu einer 20-Minuten-Folge eventuell komprimiere oder halt zu einer 15-Minuten-Folge, je nachdem, wie viel ich halt am Anfang aufnehme. Und so seht ihr halt in jeder Folge, die jetzt in Zukunft kommt, einen enormen Baufortschritt bzw. einen enormen Fortschritt, was Let's Build Hogwarts anbelangt. Ich muss aber auch gleichzeitig noch groß dazu sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht und dass ihr das wisst, denn ich habe natürlich das Regelwerk nach wie vor im Kopf. Ich werde definitiv keine Baufolgen in Speedfolgen verpacken, wenn ich zum Beispiel irgendwas baue, was neu ist. Sei es jetzt auch nur eine Mauer, die hochgezogen wird, sei es jetzt irgendein Dach, was ich ziehe, das wird natürlich nach wie vor in normalen Folgen passieren. Ich bin allerdings noch am Überlegen, ob ich es so machen soll, dass ich bei solchen Baufolgen, wo halt wirklich nur eine Mauer hochgezogen wird oder wo irgendwas einheitlich immer weiter hochgezogen wird, dass ich es so mache, dass ich da ab und zu so leichte Speed-Einlagen mit einfüge, seien es jetzt Momente, wo ich jetzt nicht so viel zu erzählen habe oder Momente, wo ich vielleicht nichts Wichtiges erzähle, dass ich da meine Stimme rauscutte und diese Stelle ein bisschen verschneller, sodass wir eine 30-Minuten-Folge in eine 20-Minuten-Folge verwandeln. Dass wir da einfach ein bisschen mehr Fortschritt in Zukunft sehen, dass wenn jemand auf Let's Build Hogwarts klickt, dass er weiß, hey, in der Folge werde ich jetzt am Anfang das sehen und am Ende werde ich den Fortschritt sehen. Und dieser Fortschritt, der soll für jeden neuen Zuschauer in einer Folge sichtbar sein. Ich möchte Bauaufgaben möglichst nicht mehr in neue Folgen mit übernehmen und vor allem möchte ich, ja wie schon erwähnt, das Ganze möglichst in eine Folge verpacken, die dann so um die 20-30 Minuten geht und wo ihr euch sicher sein könnt, dass euch ein toller Baufortschritt sichtbar wird und ja, das ist so mein Ziel für die nächsten Folgen. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht immer umsetzbar sein, vor allem weil man so sehr oft in Konflikt mit dem alten Regelwerk kommt, dass ich halt alles aufnehmen muss. Und das möchte ich halt auch weiterhin. Diese Speed-Folge ist eine schöne Grauzone, die ich mir damals gelassen habe. Unbewusst muss ich dazu gestehen. Also ich habe das jetzt am Anfang nicht geplant, dass ich das dürfte oder so. Aber es ist ja wirklich so. Die Regel besagt, alles was ich baue und mache in Let's Build Hogwarts soll aufgenommen werden. Es sei denn, ich muss jetzt irgendwie einen Weg von einem ganz weit entfernten Punkt zurück nach Hogwarts finden. Da habe ich das schon teilweise mal im Off gemacht, aber das, denke ich, kann mir keiner krumm nehmen. Aber jetzt so Sachen zum Bauen oder zum Farmen oder zum Terraformen, da ist es schon erlaubt, das Ganze in eine Speedfolge zu verpacken, weil ihr seht ja noch alles, was ich mache. Ihr seht, ich cheate nicht, ihr seht, ich mache alles ganz normal und es läuft alles in rechten Dingen ab. Und dementsprechend ist da der Betrugsverdacht komplett aus der Welt geschaffen, falls euch sowas wichtig ist. Ich denke mal, viele von euch sollten mir eigentlich vertrauen. Aber es gibt bestimmt den ein oder anderen Kritiker, der sich denkt, laber nicht, Dagi. Du baust bestimmt nicht Hogwarts im Survival-Mode schon seit über 2 Jahren, ohne irgendwas gecheatet zu haben. Es gab ja teilweise so Verdachtsmomente, da kann ich ja jetzt auch gerade nochmal zu sprechen kommen, weil es gerade ja angesprochen wurde. Es gab mal so ein paar Folgen, da war ich aus Versehen zum Beispiel im Creative, das haben manche gemerkt. Das hatte allerdings den Grund, dass ich mal ab und zu was ausprobiert habe in Let's Build Hogwarts. Aber ihr habt nie, und das kann ich euch garantieren, weil ich weiß, dass es so ist, ihr werdet nie und ihr habt auch noch nie einen Baufortschritt in einer Folge gesehen, den ihr nicht selber mitverfolgen konntet oder irgendeinen Cheat-Versuch, den ihr irgendwie gesehen habt, der irgendwie vergessen wurde, rauszuschneiden oder so. Sowas habt ihr noch nie erlebt und sowas werdet ihr auch nie erleben, weil ich sowas nicht mache. Das wäre ein eigener Betrug an mich selbst, wenn ich jetzt hier anfange, irgendwas zu cheaten und meine Motivation besteht ja allein oder zum größten Teil auf der Tatsache, dass ich das Ganze wirklich fair im Survival-Mode hochziehe. Das ist meine Medaille, die ich mir am Ende verdiene und verdienen möchte. In Anführungszeichen natürlich. Das ist jetzt mein eigener Ansporn dahinter. Und ich möchte mir am Ende sagen, ich habe dieses Teil komplett über Jahre hinweg im Survival gebaut. Und wenn ich jetzt mich betrügen würde mit irgendeinem Scheiß, den ich dann machen würde mit Creative oder mit Too Many Items oder wie auch immer, dann würde ich mir das selber nie verzeihen können. Ich könnte es vielleicht so verstecken, dass ihr das nie merken würdet, aber es wäre für mich selber einfach kein Erfolgserlebnis mehr und ich würde wahrscheinlich nach ein paar Folgen die Lust verlieren,
weil einmal betrogen ist für immer betrogen. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen und würde dementsprechend wahrscheinlich sehr viel Motivation verlieren. Deswegen, ihr braucht euch da absolut keine Sorgen machen und ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, weil wir halt gerade von dieser Sache sprechen. So, diese ganze Folge, wie ihr seht, dauert jetzt ungefähr 17 Minuten. Das finde ich ist eine schöne Zeit, vor allem wenn man bedenkt, dass ich das Ganze halt sehr stark runterkomprimiert habe. Ich glaube, ich habe das Ganze auf 362% gestellt, also die 3,5-fache Geschwindigkeit vom Original. Ich hoffe, ihr kriegt nicht so viel Augenkrebs, weil das Ganze zu schnell abläuft. Ihr müsst mir das unbedingt auch in die Kommentare schreiben, wie schnell ich Aufnahmen machen kann, damit es noch erträglich ist zum Anschauen. Denn ich habe ja schon mal Speedfolgen gemacht, wo ich auf 8-fache Geschwindigkeit das Ganze hochgestuft habe. Und da haben manche von euch geschrieben, dass ihr euch das nicht ansehen konntet, weil euch schwindelig wurde oder weil es einfach zu schnell war. Und ich weiß, was ihr meintet, ich kenne das auch und möchte natürlich das ausschließen, indem ich euch frage, wann ist es zu viel und wie weit in oder inwieweit wäre es in Ordnung. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare unter dieser Folge, ob die 3,6-fache Geschwindigkeit noch in Ordnung für euch ist. Ansonsten werde ich das Ganze ein bisschen schneller machen oder ein bisschen langsamer, je nachdem, wie halt die Resonanz am Ende von euch ist. Und ich denke, dann sollte es aber auch funktionieren für die zukünftigen Folgen. Es kann natürlich immer sein, dass ich manchmal Folgen hochladen muss, die 4-fach verschnellert sind oder 5-fach, weil ich einfach eine Aufgabe mache, die 2 Stunden dauert und ich kann eine 2-Stunden-Folge, ja, oder ich möchte sie zumindest nicht auf eine 40-Minuten-Folge runterkomprimieren. Das finde ich dann ein bisschen sinnlos irgendwo, weil 40 Minuten schaut sich auch keiner am Stück irgendwie eine Speed-Folge an, denke ich mal. Und ja, ich versuche das halt immer unter 20 Minuten zu komprimieren und deswegen, manchmal muss ich halt einfach das Ganze etwas schneller machen, um die Folge dann in diese Länge zu bringen. Ja, das ist so das, was ich euch jetzt in dieser Folge erzählen wollte, was jetzt wichtig ist zu wissen, auch für die nächsten Folgen. Und was ich vielleicht auch nochmal jetzt in den letzten paar Minuten ansprechen könnte, sind die Themen, die ich natürlich in den nächsten Folgen machen möchte. Ich habe nach wie vor, daran hat sich leider nichts geändert, ihr habt die Folge wahrscheinlich gesehen, die sich nennt Sommerpause. Und da habe ich ja schon alles ganz gut erklärt und ich werde es auch nicht weiter erklären, weil ich denke, das haben alle verstanden. Aber ich muss auch dazu sagen, durch die mangelnde Zeit, die ich aktuell habe und gerade jetzt, wenn ich diese Speed-Folgen-Aufgabe bewältigen möchte, da wird mir ja wieder etwas Zeit gestohlen, weil ich ja nicht einfach nur 15 Minuten die Folge aufnehme, sondern 1,5 Stunden eine Folge aufnehme, weil das Ganze ja natürlich wesentlich länger dauert, als ihr das jetzt selber seht. Und dementsprechend habe ich jetzt weniger Zeit, mir die coolen Themen rauszusuchen, vor allem auch diese Themen gut anzusprechen. Ich werde es versuchen, jetzt in nächster Zeit, vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal ein Thema zu finden, worüber sich gut schnacken lässt, aber ich möchte mir halt auch einige Themen aufheben für den Zeitraum, wenn ich wieder genug Zeit habe, um Leute einzuladen, denn viele Themen möchte ich einfach nicht alleine behandeln, die möchte ich einfach mit Leuten zusammen machen, die möchte ich mit euch besprechen, die möchte ich mit euch in einer Folge thematisieren und deswegen möchte ich da lieber warten, bevor ich jetzt irgendein Thema nehme, welches, oder wo ich jetzt vielleicht nicht so bewandert bin und bevor ich dann viel Dünnsches laber, warte ich lieber, bis ich meine Person dazu hole, die sich besser darin auskennt und es gibt bestimmt Bereiche in Harry Potter, wo ich mich überhaupt noch nicht oder kaum auskenne und deswegen, da hole ich mir lieber Personen dazu, die sich da besser auskennen, damit ich nichts Falsches sage und vor allem, damit diese ganze Themenrunde auch interessant für die Leute ist, die halt sich extremst mit Harry Potter auskennen und vielleicht auch mit diesem Thema schon extrem viel zu tun hatten und deswegen mache ich das am liebsten so. Ja, darüber hinaus kann man vielleicht noch sagen, dass ich jetzt in den nächsten Folgen ja vor allem Wert drauf lege, wie schon erwähnt, die Aufgaben zu bewältigen, die jetzt in letzter Zeit zu kurz gekommen sind. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Aufgaben in die Kommentare schreiben, die ich schon Ewigkeiten vor mir hergeschoben habe. Seien es jetzt Aufgaben wie Kisten sortieren oder vielleicht Aufgaben wie Gehege machen oder Felder machen oder irgendwie sowas, irgendwas, was vielleicht auch nicht direkt was mit Hogwarts zu tun hat, sondern vielleicht auch Aufgaben, die rundherum passieren müssen, damit ich eine andere Aufgabe für Hogwarts besser bewältigen kann. Seien es jetzt vielleicht eine Kuh farmen, damit ich besser Leder farmen kann, solche Sachen halt. Alles Aufgaben, die ihr vielleicht nicht so in einer normalen Folge sehen möchtet, sondern die ihr einfach nur in einer Folge abgehandelt haben möchtet und dann wäre es vielleicht sinnvoll, das jetzt mal in die Kommentare zu schreiben, weil ich denke zum Beispiel, es findet keiner interessant, wenn ich jetzt in einer Folge eine Kuhfarm mache, um mir später besser Leder holen zu können, weil jeder hat schon mal in den 2 Milliarden anderen Minecraft-Let's Plays gesehen, wie jemand eine Kuhfarm baut. Und da kann ich mich nicht besonders abheben mit meinem Projekt, weil es soll ja kein normales Minecraft-LP sein, sondern es soll ja was Besonderes in Anführungszeichen sein. Und das erreiche ich halt nur damit, indem ich möglichst Aufnahmen mache oder Folgen produziere,
die sich auf Let's Build Hogwarts fokussieren und die Folgen, die sich halt nicht auf Let's Build Hogwarts fokussieren, weil ich halt so Randgruppenaufgaben machen muss, wie eine Kuhfarm zum Beispiel, die möchte ich halt in eine Speed-Folge verpacken. Und falls ihr dann noch Ideen habt über Aufgaben, die ich eventuell besser so verpacken sollte, dann jetzt schon zweimal gesagt, packt mir das einfach in die Kommentare und dann werde ich mir das durchlesen und ich denke mal so in 3, 4, 5 Folgen werde ich das dann behandeln, weil ich natürlich vorproduziere und dementsprechend immer ein bisschen Zeit brauche. Allerdings kann ich auch dazu sagen, aktuell nehme ich die Folgen, ja, ziemlich aktuell auf, muss ich sagen. Heute ist zum Beispiel der 31.07., also der Sonntag. Und die Folge hier wird jetzt am Mittwoch online kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja doch, das ist glaube ich richtig. Also am Mittwoch sollte die Folge kommen. Das heißt, ich nehme 3 Tage vorher die Folge auf. Und das ist für mich schon rekordverdächtig. Also so aktuell habe ich noch nie eine Folge aufgenommen und normalerweise versuche ich immer eine Folge komplett im Petto zu haben, dass falls ich krank werde oder falls irgendwas Schlimmes passiert, mein Computer in Flammen steht oder so, dass ich dann auf diese Woche noch zurückgreifen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwas mit meinem PC passiert, muss ich ziemlich schnell kapitulieren und ja, deswegen, ich muss mal gucken, dass ich jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr produziere, dass ich da ein bisschen weiter vorwärts komme, aber ich denke, das werde ich irgendwie schon hinkriegen. Ja Leute, die Speed-Folge ist jetzt an dieser Stelle mehr oder weniger schon fast vorbei. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und vor allem das Endergebnis werdet ihr wahrscheinlich jetzt nochmal später sehen oder ihr habt es jetzt während der Folge nochmal ein bisschen gesehen. Ich habe das jetzt nämlich so gemacht, dass ich die komplette Folge als Speed-Folge verpackt habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nochmal in einer normalen Aufnahme das nochmal gezeigt, was ich gemacht habe. Aber um es kurz zusammenzufassen, ich habe halt ganz viele Berge gestutzt, ich habe Löcher aufgefüllt mit Erde und halt auch ein bisschen den See zugemacht. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Ergebnis für diese Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst gerne ein Like, wenn euch diese Idee der Speed-Folgen-Woche in Anführungszeichen gefällt. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Aufgaben ich noch in diesem Format oder in dieser Woche bewältigen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Macht es nicht gut, Leute, macht es besser und haut rein. Ciao!